Also, nochmal herzlich willkommen zur heutigen E-Lecture. Ich werde Ihnen den Link zur Aufnahme und auch zu unseren anderen E-Lectures, die bereits aufgenommen wurden, am Schluss in den Chat stellen. Dort können Sie auf unserem PeerTube-Kanal alle E-Lectures nachsehen. Sonst, wenn Sie eine Frage haben während der heutigen E-Lecture, würde ich Sie bitten, diese in den Chat zu posten. Sie wird dann zeitnah beantwortet werden. Ich werde den Chat während der E-Lecture im Auge behalten und unseren Vortragenden dann darauf hinweisen. Also in dem Namen darf ich jetzt auch gleich das Wort an unseren Vortragenden Andreas Rippl übergeben. Ja, hallo. Es freut mich, dass so eine zahlreiche Anzahl von Teilnehmerinnen heute dabei sind. Das Thema lautet Individualisierung mit Kompetenzrastern und das im Zusammenhang mit der Plattform Individual, und das ist natürlich ein großes Thema. Ich wollte, bevor ich mit meinen Ausführungen anfange, mal ganz kurz einen Überblick erlangen, wie jetzt sozusagen die Zielgruppe sich auch zusammensetzt. Das heißt, die erste Frage ist, kann ich davon ausgehen, dass alle Teilnehmerinnen mit der Lernplattform individual arbeiten? Oder gibt es da welche, die das noch nicht machen oder sich das gerade überlegen oder andere Plattformen nutzen? Ich würde mich freuen, wenn das irgendwie vielleicht auch über das geht durchaus auch im Chat. Ja, dann überlegen, lese ich da. Sehr gut. Ja, also ich habe, also ich darf jetzt auch jederzeit unterbrochen werden, aber ich werde einfach mal anfangen mit einer Präsentation, um den Kontext etwas besser herzustellen und dann mich einfach sukzessive auch der direkten Möglichkeit nähern, wie man dann mit der Lernplattform Edudual selbst darin arbeitet. Das Thema ist, wie gesagt, ein sehr umfangreiches, und ich würde jetzt einfach mal mit der Präsentation starten. Also der erste Teil ist aber die Grundinformation. Ich werde ein paar Worte zu Beginn zum Thema E-Education sagen, aber nur deswegen, weil ich diese Organisation leite. Ich hoffe, dass sie einigermaßen bekannt ist. Und wir haben im Kontext Ja. dieses Aha. Lehrerinnen-Netzwerkes, wir haben im Kontext dieses Lehrerinnen-Netzwerkes viele Softwareprodukte geschaffen, etabliert, aber auch zusammengespannt in verschiedenen Technologien mit verschiedenen Technologieprovidern, damit sozusagen das Arbeiten in den jeweiligen Plattformen an den Schulen sehr gut funktionieren kann. Und deswegen ist halt das Thema ein bisschen umfangreicheres. Gut, ich werde mal ganz kurz mit der Präsentation starten. Ich sehe, dass du das rausgesprochen bin. Das heißt, ich würde jetzt nochmal ganz kurz bitten, dass Sie mir eine Bildschirmfreigabe erteilen, und das müsste ich eigentlich selbst machen können. Halte freigeben. Es sollte funktionieren. Sie Okay, sollten den Bildschirm freigeben so. können. So. Ups. Sieht man den Inhalt? Ja, aber jetzt sieht man gut, ja. Okay. Sehen Sie den Inhalt, die Frage, weil ihr habt jetzt irgendwie einen weißen Bildschirm. Nein, es ist jetzt auch nur ein weißer Bildschirm. Jetzt geht's. Jetzt ist gerade. Okay, lädt einfach etwas länger. Ja, also, ich habe es einmal versucht, das Thema
mit einer modernen Einleitung zu versehen, wenn die Matrix dein Klassenzimmer wird. Und warum es diesen Begriff oder dieses Thema jetzt so gibt, das hängt mit einem einfachen Hintergrund zusammen. Und der Hintergrund lautet, dass wir im Kontext von E-Education schon seit zu Beginn eigentlich unseres Wirkens auch sehr stark mit dem Thema der Kompetenzraster und dem kompetenzbasierten Unterricht arbeiten. Und wenn Sie ein Verständnis haben von Kompetenzrastern, vielleicht nehmen wir den GERS-Sprachenraster her, der sozusagen auf sprachlichen Niveaus von A1 bis C2 Komplexitätsgrad einer Sprache zum Ausdruck bringt, dann sehen Sie schon, dass man mehr oder weniger oder diese Systematik einfach überall anwenden kann, wo es darum geht, kompetenzbasiert zu unterrichten oder auch qualitativ Schritte zu tätigen. Und wir haben hier Infrastruktur auf österreichischen Servern, die vom Bundesministerium gehostet sind, wo diese Möglichkeiten etabliert sind. Und ich habe einmal bei E-Education ein Bild generieren lassen von der KI von DALL-E, und wir sehen hier sämtliche Klischees erfüllt, die man sich so vorstellen kann. Also interessanterweise hat er unser E-Education-Logo dann irgendwie so genommen als Basis für das zentrale Auge. Es sind hier interessanterweise Schülerinnen, die noch in dem sehr traditionellen Setting Schulreihen sitzen, dann VR-Brillen aufhaben und ergänzend auf Laptops schauen, aber dann doch wieder die Referenz zum Chalk-and-Talk-Konzept mit der Tafel im rechten Hintergrund und Bücher, die halt auch dabei sein sollen. Und solange die KI solche Inhalte natürlich produziert, ist es zwar schön, da drauf zu sehen, aber es ist die zentrale Message, ist es auch wichtig, dass es uns nach wie vor gibt als Lehrkräfte. Ich selbst bin Lehrer nach wie vor an einer Handelsakademie in der Sekundarstufe 2, Handelsakademie in der Hack Steyr, unterrichte da in der Abendform Wirtschaftsinformatik und ja, erprobe eigentlich diese Szenarien, die wir da etabliert haben, auch immer in richtigen, reellen Unterrichtssituationen. Ganz kurz, um den Kontext auch herzustellen, die Entwicklung in den letzten Jahren hier vonstatten gegangen ist. Wir haben 2016 mit E-Education begonnen und mit 400 Schulen angefangen, sind jetzt bei 4200 Schulen. Das heißt, unsere Tools, unsere Ideen, unsere Strategien, die erreichen jetzt eigentlich schon theoretisch und praktisch viele Personen in Österreich. Es gibt in den Statistiken vom Bundesministerium die Kennzahl, dass 78% aller Lehrkräfte und Schülerinnen an E-Education-Schulen sind. Und in diesem Setting, was ja bei uns das Hauptthema ist, es ist eine Lehrerinneninitiative zur Steigerung der digitalen Kompetenzen, kann man auf alle unsere Ressourcen zugreifen. Und das bedeutet im Endeffekt auch, wenn man sich jetzt beispielsweise Edu-Vidual als Lernplattform ansieht, dass diese Lernplattform auch direkt in E-Education eingebettet ist. Also Edu-Vidual ist selbstverständlich eine Lernplattform, die ganz eigenständig auch funktioniert. Aber wenn man beispielsweise bei E-Education dabei ist und man ist noch nicht bei Edu-Vidual, dann kann man da auf einen Link klicken und dann werden automatisiert Zugänge für E-Education-Schulen bei Edu-Vidual angelegt. Ja. Also wir haben diese Systeme so vernetzt, dass Einstiegspunkte vereinfacht werden. Wenn es hierzu Fragen gibt, wie gesagt, ich darf auch gerne jederzeit unterbrochen werden. Wir haben eh ein bisschen Zeit und soll ein bisschen einen Workshop-Charakter haben. Auch Fragestellungen jetzt einerseits vom theoretischen Konzept, aber dann natürlich auch, wenn es irgendwo Probleme gibt mit Zugängen und so weiter, könnte ich hier eventuell entweder Antworten geben oder zumindest die Mitarbeiterinnen in meinem Team identifizieren, die sich da auch gut auskennen. Bei der Timeline, um hier zurückzukehren, da haben wir versucht, irgendwie darzustellen, wie einerseits die
Strategien, die Projekte am Bundesministerium sich in diesen letzten Jahren entwickelt haben und was wir bei E-Education so dazugegeben haben. Und wenn man so von links nach rechts sieht oder blickt, dann sieht man, dass gleich einmal 2017 wir eine Qualitätsmatrix E-Education konzipiert haben, die versucht, Entwicklungsschritte im Bereich der Schulentwicklung darzustellen. Und auch hier sind wir eigentlich wieder bei Kompetenzraster, bei einer Matrix, in dem Fall einer Qualitätsmatrix, wo man in einzelnen Feldern genau lesen kann, wo steht man und wo möchte man sich hinentwickeln. Ne? Und so, wenn man ein bisschen nach rechts wandert, dann sieht man, dass es ein Tool gibt, das wir dann letztendlich mitten in der Corona-Zeit verankert haben. Dieses Tool, das heißt Komet, das ist Kompetenzraster-Erfassungstool. Und dieses zentrale Tool ist angebunden an Inhalte, Ressourcen von Edutech, aber auch Digicomp, also Ressourcen, die bei uns bei Education wichtig sind. Das sind unsere DICOM-Beispiele. Und diese gesamten Ressourcen, die werden dann entsprechend ausgeliefert. Und durch die Verknüpfung mit Kompetenzen ist es uns möglich, und da stehen wir auch, dass wir sämtliche Lehrpläne Österreichs in diesem Komet-Tool inzwischen enthalten haben. Alle von der Primarstufe, Sekundarstufe 1 und, ich sage einmal, großteils von der Sekundarstufe 2, da nicht alle, weil es ja dann doch noch einige Spezifika gibt von verschiedenen Schultypen, die halt dann hier Unterschiede haben. Aber dennoch, durch diesen kompetenzbasierten Ansatz ist es mal möglich, Materialien, die man direkt im Unterricht verwenden kann, zu verknüpfen und diese dann auch entsprechend auszuliefern. Und die einfachste Auslieferungsvariante ist natürlich nach wie vor eine Website. Das ist bei uns bei E-Education einfach auf der Startseite, da kann man kompetenzbasierte Materialien aus verschiedensten Gegenständen entnehmen. Es geht aber dann auch weiter und man sieht da zum Beispiel im Jahr 2020, dass wir diese Digger Plus App, das ist die App zur digitalen Grundbildung, plus oder und mehr, gefeatured haben. Und ganz rechts sieht man die Dacora Plus App, das ist das digitale Arbeiten mit Kompetenzrastern. Das ist die App, die wir jetzt gerade in Erprobung haben, im Zusammenhang. Und jetzt kommt die große Auflösung, mit Moodle, sprich individual. Das heißt, dass diese Apps nichts anderes sind als ein vereinfachtes Frontend für Moodle, um den Einstieg in die kompetenzbasierte Unterrichtsarbeit und Individualisierung zu erleichtern. Das heißt, das ist einmal sehr wesentliche Message, die wir da kommt. Die arbeiten alle mit den Daten von Moodle oder Eduvisual im Hintergrund, sind aber sozusagen relativ reduziert. Das heißt, nicht einmal das Geeignete für sehr fortgeschrittene Moodle-Nutzerinnen, sondern eher für jene Lehrkräfte, die dieses Wissen nicht so gezielt haben und wo es darum geht, dass man diese Thematik mehr in die Breite bringt. Wenn man jetzt ganz gezielt mit Kompetenzrastern innerhalb von Eduvisual arbeiten möchte, dann geht das selbstverständlich auch. Das bietet sogar mehr Möglichkeiten an und das werde ich jetzt dann im Anschluss auch herzeigen. Aber das ist sozusagen jetzt wirklich adressiert an die Profis, die sehr gut mit Eduvisual, mit der Plattform umgehen können und wo sozusagen hier auch erweiterte Konfigurationsmöglichkeiten existieren. Aber sozusagen die Basis mit den Apps ist eigentlich, dass die Zielgruppe sind alle Lehrkräfte, die das theoretisch im Unterricht verwenden können. Ja, bevor ich zu dem komme, einmal ganz kurz unsere Qualitätsmatrix und die Kompetenzfelder, auf die wir hier verweisen. Wenn wir uns digital entwickeln, dann betrachten wir hier in einer Art Drei-Säulen-Konzept drei Bereiche. Das eine ist die Schulorganisation, also was gehört alles vorbereitet, damit Lehrkräfte entsprechend gut arbeiten können. Und da sind wir eigentlich bei dem Aspekt, dass man auch Digitalisierungskonzepte
vielleicht idealerweise sogar kollaborativ entwickelt am Schulstandort hat, um darzustellen, wie man dieser digitalen Ebene grundsätzlich begegnet. Und das ist auf alle Fälle eine Aufgabe des gesamten Schulteams. Dann gibt es den Aspekt Personalentwicklung. Hier geht es natürlich auch hauptsächlich um die digitalen Kompetenzen von Lehrkräften. Also wie können diese gesteigert werden, dass es und die Auflösung in der dritten Spalte im Unterricht auch ankommt, sprich, dass Lernende davon profitieren. Und jetzt ist es so, dass natürlich wir alle wissen, die mit Moodle gut arbeiten, dass zum Thema der Didaktisierung Moodle eine Vielfalt von Möglichkeiten anbietet, um den Unterricht mitzusteuern. Aber es ist natürlich, das ist sozusagen, hier kann man das Hauptaugenmerk drauf legen, wie man in der Klasse auch individualisierend arbeitet. Moodle bietet hier gewisse Möglichkeiten, beispielsweise mit Voraussetzungen bei Aktivitäten, die man einstellen kann und so weiter. Aber wenn ich jetzt beispielsweise 30 Schülerinnen in einer Klasse habe, vielleicht habe ich mehr Klassen in meinem Gegenstandsbereich und ich möchte diese individualisieren, dann ist es natürlich schon noch mal eine andere Schwierigkeit, weil ich ja eigentlich auf die Gesamtbedürfnisse aller Schülerinnen und Schüler irgendwie eingehen sollte. Und dann stellt sich gleich mal die Frage, ist das überhaupt bewältigbar von dieser Datenmenge? Und die einfache Antwort lautet hier, es geht, wenn man das eigene Konzept, das eigene Unterrichtskonzept ein bisschen umstellt, dass man sozusagen mehr in der Coaching-Funktion ist und von der Fremdsteuerung, die ich als Lehrkraft vielleicht zu Beginn noch benötige, wo ich Materialien an meine Schülerinnen verteile, die mehr in diese Selbststeuerung bringe. Und das ist sozusagen unser Gesamtpaket, wo wir den Fokus hinlegen. Ich habe jetzt auf der nächsten Folie kurz einen Screenshot von diesem Comet-Tool, damit Sie ungefähr sehen, wie das funktioniert. Comet hat eben die ganzen Kompetenzraster enthalten, die wir abgeleitet von den Lehrplänen haben, auch sämtliche Lehrpläne in Österreich. Und in Ergänzung aber auch andere Kompetenz-Frameworks. Hier habe ich beispielsweise den DigComp-Edu. Das wäre ein Kompetenz-Framework der digitalen Kompetenzen von Lehrkräften, die aus EU-Sicht maßgeblich sind. Wir haben ja in Österreich unsere DigiComp-P-Variante und die Kompetenzraster ähneln sich, sind aber nicht ident. Aber wir verwalten alle diese Frameworks, so sie eine Relevanz für unser Bildungssystem an Schulen haben, hier mit dem Tool mit. Und ich komme gleich jetzt zu einem relativ spannenden Thema, denn wenn Sie sich das jetzt anschauen, dann sehen Sie beispielsweise aus dem Pflichtgegenstand digitale Grundbildung die einzelnen Kompetenzfelder und die Materialien, die hier verknüpft sind. Das heißt, man darf sich das so vorstellen, diese Materialien, das sind einzelne Moodle-Kurse, sogenannte Digicomp-Aufgabenstellungen und die beschreiben auch didaktisch mit einer Anleitung, wie man fachdidaktisch oder mit der digitalen Ebene begleitend Unterrichtsmaterialien verteilen kann. So, und wo ist jetzt das Spannende? Das Spannende ist, dass wir bisher unsere Materialien, die von Arbeitsgruppen erstellt worden sind, hier verknüpft haben. Und wir werden jetzt gerade den nächsten Schritt gehen, nämlich auch diese Materialien mit Unterstützung von KI mit generieren zu lassen. Es braucht natürlich hier auch einen Qualitätssicherungsprozess, aber dennoch, alleine wenn ich jetzt so die Frage an einen Prompt stelle, gib mir aus einem Kompetenzbereich auf einem gewissen Komplexitätsniveau einer Kompetenz Übungsmaterialien aus, stelle diese zur Verfügung und bis hin zu, ich möchte diese Materialien auch in einem H5P-Format haben, dann kann ich diesen Prompt jetzt auch an die KI schicken und bekomme die Resultate entsprechend. Dadurch, dass wir eben aufgrund unserer zentralen Struktur die ganzen Lehrpläne in diesem Tool drinnen haben,
ist das eine sehr realistische Möglichkeit. Und wir steigen hier jetzt gerade in eine Umsetzung ein, die in den nächsten, ja, sogar mehr Wochen sogar jetzt gut starten wird. Und da ist das dann schon ein spannendes Thema, weil man natürlich unterschiedlichste Unterrichtsmaterialien hat, die man dann gleich für Übungszwecke individualisiert verteilen kann. Und das ist sozusagen hier schon ein wesentlicher Aspekt der Kompetenzrasterarbeit. Das heißt, ich versuche durch eine Art Einstiegsdiagnose festzustellen, auf welchem Niveau meine Schülerinnen und Schüler sich gerade befinden, und entsprechend des Unterstützungsbedarfs verteile ich dann die Materialien entsprechend der unterschiedlichen Niveaus der Schülerinnen im jeweiligen Gegenstand. Und wenn mir ein System hier zuarbeitet, das mir auch diese Materialien bereits in irgendeiner Form generiert, zur Verfügung stellt und ich das dann weitergeben kann, dann ist sozusagen hier der Kreis gewissermaßen geschlossen. Das, was ich vorher kurz erwähnt habe, also diese DCOMP-Aufgabenstellung, wenn Sie sich zur Orientierung mal anschauen wollen, auf der Seite e-education.at, auf der Startseite selbst, sehen Sie, wenn Sie in den unteren Bereich der Seite scrollen, eigentlich genau diese Übersicht. Sie können da in den verschiedenen Gegenständen blättern und auch mit diesen Optionsschaltern ein- und ausschalten, welche Inhalte da kommen sollen. Wir haben eben die DigiComp-Aufgabenstellungen, die wir selbst entwickeln. Wir haben aber auch die Edutech-Inhalte. Das sind eben aus der großen zentralen Datenbank sehr häufig auch zur Unterrichtsvorbereitung geeignete Materialien. Und dann haben wir die eTapas. Das ist sozusagen nochmal die Schiene von Lehrkräften für Lehrkräfte, Materialien zu produzieren, die wir über E-Education auch bezahlen, wenn sie gewissen Open Educational Resources Kriterien entsprechen. Und diese Materialien sind eben hier gepoolt und können dann eigentlich, indem ich dann draufklicke auf das jeweilige Kompetenzfeld, direkt das Material aufrufen. Und durch die Verlinkungen habe ich dann einfach die Unterrichtsanweisung sofort hier. Und genau das, was Sie in dieser offenen Form sehen, also dass ich halt mehr oder weniger das von der Webseite abrufen kann, ohne dass ich mich irgendwo einloggen muss, gibt es auch über die Apps, wo ich dann eingeloggt bin und dadurch auch den Lernstand mit dokumentieren kann. Also auch meine Schülerinnen, wo ich die Abgaben sehe und auch sehe, wie der Verlauf eines Kompetenzerwerbs aussieht. Ich würde an dieser Stelle mal ganz kurz Pause machen und mal fragen, ob es Fragen gibt. Im Chat sind auch bis jetzt auch noch keine aufgetaucht. Was mir nur aufgefallen ist, ist, ihr Bild ist eingefroren, aber ich glaube, das tut eh nicht so viel zur Sache. Jetzt gerade oder? So, Ja, nein, das ist. bitte. Ja, ich bin da jetzt einmal rausgefallen aus dem System und müsste das einfach noch wieder dazu einsteigen. Das kann ich aber schnell machen. Ja, aber es ist nicht so tragisch. Also die Folien sieht man gut. Also das passt. Okay. Gut. Dann gehe ich einfach weiter in meiner Präsentation. Und erläutere ein ganz kurzes Konzept der eTapas. Wenn Sie bei e-Education dabei sind und eingeloggt sind, dann können Sie sozusagen in einem eigenen Bereich einen Antrag stellen, dass Sie digitalen Content erstellen wollen, also einen Vorschlag dazu einreichen. Und wir haben also ein Steuerungsteam, das einfach ein bisschen auf Ausgewogenheit der Materialien schaut. Und wenn Sie einen Vorschlag einreichen und wird akzeptiert, dann können Sie direkt in die Umsetzung gehen und am Ende wird das Ergebnis auch dann publiziert. Also in dem Fall sind es dann so kleine E-Learning-Einheiten, die eine Stunde lang dauern und wo wiederum entweder ein Moodle-Kurs oder Teile aus einem Moodle-Kurs heraus publiziert werden und dann eTapas sind oder auch direkt über die e-Education-Plattform über eine Art Editor zusammengestellt werden können. Das wird dann der Vorschlag bestätigt und dann hat man entweder die Möglichkeit, dass man direkt in e-Education mit einem ganz rudimentären Editor
ein didaktisches Layout zusammenstellt für einen ITAPA. Oder es gibt einen Button, der lautet Expertinnenmodus. Wenn man da draufklickt, dann wird automatisiert ein Moodle-Kurs generiert, den ich dann wieder bearbeiten kann. Also wir haben hier auch versucht, dem Aspekt Rechnung zu tragen, dass es Einsteigerinnen gibt, aber auch Expertinnen. Und wir wollen da einfach grundsätzlich niemanden aufhalten. Es ist jetzt doch eine Frage im Chat aufgetaucht. Und Bitte. zwar, gibt es auch schon Kompetenzraster für Berufsschulen? Wenn Sie mir jetzt die Frage stellen, welche, dann weiß ich das nicht auswendig. Ich sage Ihnen jetzt einmal grundsätzlich folgende Situation dazu. Allgemein in Österreich, es gibt teilweise Gegenstände, wo Arbeitsgruppen Kompetenzraster wirklich sehr gut ausformuliert haben. Es gibt aber auch Gegenstandsbereiche, wo eigentlich wir nur den Lehrplan hernehmen können, der zwar schon kompetenzbasiert aufgebaut ist, aber nicht in einer Rasterung mit einem Schwierigkeitsgrad. Also wenn man jetzt wieder diesen Sprachenraster hernimmt, ja, dann wäre ja sozusagen ein Kompetenzfeld, ich kann lesen oder kommunizieren in einer Sprache, das würde sich von links nach rechts gehend steigern von der Schwierigkeit, ja. Und das kann man in einem Unterrichtsjahr abarbeiten, weil ja ein Kompetenzraster bezogen auf einen Gegenstand beispielsweise oder auch überfachlich dann auch für einen Zeithorizont zur Individualisierung gilt. Wenn wir das nicht vorliegen haben, weil es den Kompetenzraster noch nicht gibt, dann machen wir es zumindest so, dass wir das schuljahresweise in den Spalten auftragen. Also dann sieht man, was sind die Kompetenzen in der 5., 6., 7., 8. Schulstufe und man kann hier ein bisschen variieren. Berufsschul-Kompetenzraster, ich bin nicht genau im Bilde, ob das für welche Gegenstände es existiert, aber eine Grundmessage ist wichtig, wenn Sie so einen Raster haben, der sozusagen jetzt auch einen offiziellen Charakter hat und Sie würden ihn im System nicht finden, dann haben wir bei eEducation die Ressourcen, das nachzuerfassen. Das ist besonders jetzt in der Sekundarstufe 2, besonders in den Berufsschulen, da kann es schon sehr spezifisch werden und da kann es leicht sein, dass der Raster noch nicht existiert, aber es gibt zumindest den Mechanismus, wenn Sie sagen, bitte diesen Raster erfassen lassen, dann geben wir das ins System und der verteilt sich dann wieder auf sämtliche Plattformen. Also nach der Freischaltung ist der wieder verfügbar über eEducation, aber selbstverständlich auch beispielsweise bei Individual. Ich hoffe, das hat die Frage ein bisschen beantwortet. Super, danke schön. Gut. Und dann ist noch eine Frage gekommen, beziehungsweise drei Fragen. Ich lese die jetzt einfach mal vor. Ja. Wie bekomme ich Zugang als Schule zum Komet-Tool und kann ich Übungen exportieren, um in den Edu-Vidual-Standort einzufügen, beziehungsweise dann auch modifizieren? Ja. Also, wie bekomme ich Zugang zum Komet-Tool? Am besten über das Sekretariat von eEducation. Das ist derzeit die Jana Schlager, die hier das System verwaltet. jana.schlager@eeducation.at. Wir müssen bei diesen Zugängen aber ein bisschen aufpassen, dass sozusagen, wenn Kompetenzraster nicht offiziell sind, dass wir diese dann natürlich nicht in die Systeme publizieren. Wir haben hier eine Art Ausweichplattform, die heißt komet.edustandards.org. Das ist sozusagen ebenfalls das gleiche Tool, aber so offen, dass das durch Selbstregistrierung erreicht werden kann. Und da braucht man auch keine Angst haben, dass man mal experimentiert, weil das immer mit dem Login verknüpft ist, bis man sagt, so, der Kompetenzraster ist fertig und den kann ich jetzt weitergeben. Und das, den Fall hatten wir schon einige Male, dass sozusagen dann die Erstellerinnen von Kompetenzrastern auf diesem edustandards.org Komet gearbeitet haben und uns dann nach Fertigstellung gesagt haben, ja, den Kompetenzraster, den habe ich jetzt aufbereitet,
bitte gebt es dem zu euren offiziellen dazu, weil der ist vielleicht aus einem Framework, das dort schon publiziert ist, ja. Wenn Sie sagen, na, ich möchte mal nur selbst eigene Schritte legen, dann kann man das im Commit-Tool so synchronisieren, dass man sich dieses Ergebnis, das ist dann eine XML-Datei, herunterlädt und bei Eduvidual rauflädt und in Eduvidual dann entsprechend konfiguriert. Ich kann, wenn Sie wollen, jetzt einmal, weil ich stehe gerade bei den verschiedenen Apps, die ich jetzt dann im Detail herzeigen kann, aber mal schnell einen Schwenk machen Richtung Eduvidual, damit Sie das auch dann in der Praxis gleich sehen, wie man denn hier zu Konfigurationsmöglichkeiten kommt. Ich würde dann auch die Frage erklären, wie beispielsweise Materialien ins Tool reinkommen, auch in die Kompetenzraster reinkommen und wie diese auch übernommen werden können. Um Ihnen die Komplexität ein bisschen darzustellen, was beispielsweise geht, ist, dass man einen Kompetenzraster mit einzelnen Moodle-Aktivitäten, die im ZIP-Format hier vorliegen, ja, anreichert und diese zentral verfügbaren Kompetenzraster mit diesen Moodle-Aktivitäten könnten dann bei Eduvidual immer wieder importiert werden und ich würde dann sozusagen Zugriff haben auf einen Kurs, wo ich die Berechtigung habe, wo der Import stattgefunden hat, wo ich dann die Aktivitäten rausziehe und in meinem eigenen Kurs sofort verfügbar habe. Also der Prozess ist beispielsweise schon umgesetzt. Aber das hat natürlich jetzt mehrere Aspekte, die dann da mitspielen, wie zum Beispiel halt, ich brauche einen Vorlagenkurs einerseits, ich brauche natürlich im Vorfeld mal die Materialien und ich brauche dann nachgeordnet die Berechtigung, auf die einzelnen Aktivitäten entsprechend zuzugreifen. Ich werde da mal ganz kurz das jetzt unterbrechen und auf Eduvidual einsteigen. Entschuldigung, mache da jetzt noch einmal. Das heißt, Sie müssten meinen Bildschirm noch sehen. Ja, sieht man. Gut, das heißt, ich logge mich da jetzt einfach mal ein mit einer User. So. Bin jetzt bereits in meiner Übersicht. Ich bin eingeloggt. Wenn ich jetzt auf meine Kurse klicke, dann sehe ich jetzt beispielsweise schulübergreifende Kompetenzraster und Individual. Und das wäre jetzt sozusagen mein Kurs, der jetzt noch ganz inhaltsleer ist. Und jetzt komme ich gleich einmal zu den Möglichkeiten der Konfiguration. Sie wissen, im Bearbeitungsmodus kann man mehr oder weniger Blöcke hinzufügen und ich habe das in dem Kurs im Vorfeld schon gemacht. Es sind, damit man mit Kompetenzrastern arbeiten kann, zwei Blöcke erforderlich. Der eine heißt Exabis ePortfolio. Das ist der Portfolio-Block, der im Prinzip nichts anderes macht, als Daten zu speichern von Schülerinnen. Daten zu speichern geht natürlich in Moodle an unterschiedlichsten Stellen. Also ich kann ja beispielsweise eine Aktivität, eine Aufgabe erstellen und dann meine Schülerinnen bitten, dass sozusagen in diese Aufgabe hinein Lösungen hochgeladen werden, die ich mir dann beispielsweise anschaue oder in ein Forum und so weiter. Für unsere Apps, die wir zum Thema der Kompetenzraster anbieten, ist der Speicherplatz das Portfolio-Modul. Das hat ein paar praktische Gründe, bis hin zu dem, dass dadurch auch bewerkstelligt werden kann, dass man kursübergreifend relativ einfach arbeiten kann. Ja. Also, dass auch aus Sicht der Lernenden diese kursübergreifend auf Ressourcen zugreifen können und auch Uploads relativ einfach über die Apps vornehmen können. Ich werde das nochmal ein bisschen im Detail erläutern. Aber nur falls Sie jetzt schon ein bisschen spielen wollen und sich daraus Fragen ergeben. Der zweite Block ist der Kompetenzrasterblock. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel einsteige, ich habe den aktiviert, den Kompetenzrasterblock,
und ich schaue mal an, wie das gerade konfiguriert ist. Da werde ich dann jetzt in die Detaillierungsebene gleich gehen. Dann sehe ich, dass ich beispielsweise für den Gegenstand digitale Grundbildung hier beispielsweise die ganzen Kompetenzen schon aufgelistet habe. Ja. Also die sind im System drinnen und wie sind sie da jetzt an der Stelle reingekommen, indem ich einfach bei den Kurseinstellungen in diesem Modul ausgewählt habe, mit welchen Kompetenzbereichen ich arbeiten möchte. Und Sie sehen, dass da eine große Fülle an Kompetenzen enthalten ist, Kompetenzrastern. Und ich habe halt entsprechend diejenigen aktiviert, die ich benötige. In dem Fall, weil es ist dieser Pflichtgegenstand. Ja. Das heißt, ich kann auch nur ein Thema aktivieren, wenn mir das wichtig ist, dass ich das etwas eingrenze. Und über dieses Häkchen und das Abspeichern sind dann die Kompetenzraster samt der erforderlichen Materialien, die im Kompetenzraster verlinkt sind, einmal grundsätzlich da. Ich kann natürlich meine eigenen Materialien dann hinzufügen, aber wir haben das halt so zweiteilig. Einerseits Materialien, die schon kompetenzverknüpft da sind, auf die kann man zugreifen, um die gleich zu verwenden, oder man baut sich das ganz neu auf. Und was Sie jetzt gesehen haben, ist, dass im Prinzip bei diesen Kompetenzrastern, also ich klicke das mal rein in den Kompetenzraster, um das nochmal ein bisschen darzustellen, dass hier dann auch schon die entsprechenden Materialien, wenn sie eben verknüpft sind, in einer Listenform kommen. Also ich sehe jetzt beispielsweise in einem Kompetenzfeld hier einzelne Materialien zum Thema Sicherheitseinstellungen, Hardware, spielerisches Programmieren und so weiter und kann mehr oder weniger auf diese Ressourcen sofort zugreifen, diese in einem Wochenplanformat verplanen für Schülerinnen, in einer Art Planungsspeicher, den sie dann abarbeiten und ich somit so eine Art Lernstrecke etablieren kann und ich aber auch in eine Beurteilungsebene gehen kann, also wo ich entweder auf Notenbasis oder bei den Kompetenzen auch mit dem Erreichungsgrad arbeiten kann und Schülerinnen auch Selbsteinschätzungen vornehmen. Und das ist automatisch da enthalten. Wenn ich jetzt meinetwegen eigene Aufgabenstellungen hier hinzufügen möchte, dann kann ich hier auf Bearbeiten einschalten klicken. Das ist recht notwendig, wenn man das Moodle kennt. Und dann ist sozusagen jetzt ein Modus aktiviert, wo ich dann an einer beliebigen Stelle meine eigenen Materialien kompetenzbasiert dazugeben kann. Das heißt, ich habe hier wieder die einzelnen Kompetenzraster und ich kann jetzt sagen, ich füge entweder einen Link oder eine entsprechende Datei, ein Dokument bis hin zu einer Musterlösung und so weiter an dieser Stelle hinzu. Und somit kann ich auch sukzessive meine Kompetenzraster eigenständig befüllen und für Schülerinnen verfügbar machen. Ja, vielleicht, dass wir ganz kurz, wenn wir jetzt in diesem Kompetenzrastermodul drinnen sind, noch die restlichen Punkte ein bisschen thematisieren, was man da machen kann. Wie gesagt, ich bin jetzt direkt, wie Sie sehen, auf Edu-Visual und kann damit schon sofort arbeiten. Was wir aber natürlich empfehlen, ist, dass man im ersten Schritt, um eben hier die Komplexität ein bisschen herauszunehmen, mit den Apps startet, weil das ist irgendwie das, sagen wir mal so, einfache Gewöhnen ans Gerät. Ja, das heißt, wie sehe ich meine Aufgabenverteilung, wie sehe ich meine Schülerinnen und Schüler, wie kann ich hier einerseits Aufgaben verteilen, aber auch wieder Feedback einholen. Und es wird eben auch dann hier gespeichert. Das heißt, alles, was ich in der App, in der Digger Plus oder auch in der Dacora Plus App mache, da sind die Daten dann genau hier an dieser Stelle drinnen. Ja, und wenn man das nur so ein bisschen sieht, also ich kann beispielsweise, wenn ich in die Kurseinstellungen dann auch mal verzweige, unterschiedlichste Einstellungen auch vornehmen. Ich kann beispielsweise natürlich sagen, ich verwende Moodle-Aktivitäten zur Beurteilung und dann kann ich die Kompetenzen auch mit Moodle-Aktivitäten, die ich in einem Kurs habe, verknüpfen. Muss das aber nicht machen. Wenn ich sage, naja, ich arbeite jetzt nicht mit einzelnen Aktivitäten, sondern nur mit den Materialien und reichere meinen Kompetenzraster per se,
selbstständig an, dann braucht man nicht unbedingt Moodle-Aktivitäten dazu. Ja. Es geht sogar bis dahin, dass man beispielsweise auch definieren kann, Sie kennen vielleicht jetzt auch diese gamifizierenden Ansätze wie Level Up, wo man durch gewisse Punktekonstellationen dann einfach Auszeichnungen erhält von einem System, entsprechend gewisser Kriterien wiedergegeben. Und Moodle kennt ja die Auszeichnungen per se, die Badges, die man für Moodle konfigurieren kann. Und was beispielsweise möglich ist, ist, dass sozusagen Kompetenzen verknüpft werden mit einer speziellen Auszeichnung. Und wenn Schülerinnen dann die Kompetenzen erworben haben, dann erhalten sie irgendwann dann den Badge dazu, ja, der auch wieder ins Portfolio geht und man sozusagen hier ein bisschen auch so die Gamification-Idee mit implementiert hat. Also schon relativ umfangreich. Vielleicht hier noch die kursspezifischen Beurteilungen. Da ist es so, dass wir ja ein Grundsetting haben für die gesamte Moodle-Konfiguration, wir aber dann auch unterschiedliche Beurteilungsmöglichkeiten auf Kursebene einstellbar haben, die für Relevanz haben. Also es gibt ja bei uns beispielsweise auch die 4.0-Skala oder nur Smileys. Das heißt, man kann die Grundeinstellungen von Edu-Visual hier overrulen mit eigenen Settings. Ja, und um das Ganze abzuschließen, fächerübergreifende Themen, das ist ein bisschen komplexer. Da geht es darum, dass man sozusagen mehrere Kompetenzraster thematisch auch gruppieren kann. So beispielsweise, wenn man sagt, das Thema Fabeln adressiert den Gegenstand Deutsch sowohl als auch Geschichte, dann könnte man von verschiedenen Kompetenzrastern hier thematische Kombinationen vornehmen, bis hin zu Materialien, die dann mehr oder weniger für dieses Thema geeignet sind, da anzureichern. Im Kompetenzprofil hat man dann bezogen auf die Schülerinnen, ich habe da heute nur einen kurz angelegt für Testzwecke, also noch, sieht man noch nicht so viel, die Möglichkeit auch auf die Kompetenzprofile der Schülerinnen, der Schüler entsprechend zuzugreifen und das auch mit einer detaillierteren Auswertungsmöglichkeit, so es Daten dazu gibt, die sinnvoll und verwertbar sind. Ja, die Lernmaterialien, das ist eben dann auf Basis der Kompetenzraster die Liste der Materialien, die verfügbar sind. Sie sehen da jetzt die Liste, die auch bei e-education.at auf der Startseite sind beispielsweise. Und dann ist noch die Besonderheit der Wochenplan. Und der Wochenplan, der funktioniert grundsätzlich so, jetzt nur vom Prozess, man darf sich das beispielsweise vorstellen, ich beginne als Lehrkraft mit einem neuen Thema. Dann stelle ich mir aus dem Kompetenzraster heraus Materialien zusammen und zu einem Art Arbeitspaket, das in einer Lernsequenz vielleicht auch eine gewisse Ordnung hat, wo ich sage, so Schülerinnen müssen beispielsweise zuerst im Buch auf Seite 14 die Übung machen, das Ergebnis dann hochladen. Dann gibt es Begleitmaterialien, die auch alle machen sollen. Und dann gibt es mehr oder weniger eine Differenzierungsebene. Und mit diesem Wochenplan, mit dieser Systematik, Sie sehen das an der linken Seite, könnte ich jetzt mehr oder weniger meine Beispiele in diese Struktur bringen, also mehr oder weniger in eine Planungszusammenstellung und diese dann en masse ausliefern an alle Schülerinnen und dann bei den Schülerinnen, die jetzt noch einen besonderen Förderbedarf haben, nochmal selektiv einzelne Übungen dazugeben. Das ist so diese Grundidee der Individualisierung in den Schulklassen, ja, mithilfe dieser Software. Und es funktioniert hier mit Drag and Drop, wobei unser Hauptaugenmerk eben derzeit bei der Entwicklung dieser Funktionalität in den Apps liegt. Ja, und da sind wir dann bei der App Dacora Plus, die ich jetzt dann im Nachgang noch ganz gerne kurz herzeigen möchte. Gibt es zu dem Gesagten Fragen? Im Chat sind momentan keine Fragen. Okay, dann gehe ich wieder weiter in der Präsentation.
Also Sie können ja jetzt natürlich schon jederzeit da ein bisschen herumexperimentieren und vielleicht treten gewisse Fragen auf, die ich dann vielleicht noch gerne beantworten kann. Aber wir sind hier jetzt bei den Apps sozusagen und das habe ich eh alle schon angeteasert, bis auf die erste App, die heißt Set. Die haben wir vor ein paar Jahren im Auftrag des Bundesministeriums entwickelt. Das sind die schriftlichen Erläuterungen zur Ziffernbeurteilung. Und auch hier schaut es so aus, dass dadurch, dass wir eben diese Lehrpläne alle kompetenzbasiert vorliegen haben, ich jetzt, da ist es jetzt wirklich die Zielgruppe Primarstufe, Lehrkräfte. Aber es würde natürlich für alle anderen Schulstufen genauso gehen. Ich mir die Kompetenzraster, mit denen ich beurteilen möchte, einfach auflisten lasse. Ich kann das bearbeiten und entsprechend der Kompetenzraster kann ich dann meine Schülerinnen und Schüler beurteilen auf einer dreiteiligen Skala, wo ich dokumentieren kann, ob die Mindestanforderungen erreicht wurden oder das über wesentliche Anforderungen hinausgeht oder weit darüber hinausgeht. Ja. Und entsprechend dieser Beurteilung wird mir dann im Prinzip Beilage, Zeugnisbeilage generiert. Wir sind da jetzt gerade dabei, auch das Amtssiegel einzuführen. Aber grundsätzlich ist die Idee so gedacht, dass es in erster Linie für Dokumentationszwecke dient, um bei Eltern, die vielleicht jetzt sozusagen ja, auch nur die eine Ziffernote sehen, hier auch konkrete Erläuterungen haben über die Kompetenzen. Das ist, was diese Set-App macht. Und genau, die Dacora-App, das ist sozusagen diejenige, die größte Funktionalität aufweist. Und vielleicht ein paar Argumente, was eigentlich sozusagen jetzt im Hintergrund im pädagogischen liegen oder auch existieren, warum das auch ein neues Unterrichtskonzept darstellt. Denn einerseits möchte man ja Lernende mehr dorthin bewegen, dass sie selbst angeleitet lernen. Und es braucht am Anfang aber einfach ein bisschen mehr Steuerung. Und die App versucht es sozusagen mit zu begleiten, diese Grundidee. Also einerseits immer den Lernenden vor Augen zu halten, wo stehen sie derzeit, was haben sie gemacht, wo müssen sie denn hin? Ja. Und so weit, dass sie das dann auch irgendwann eigenständig machen könnten. Mir ist es das klar, dass das nicht überall funktionieren kann, weil vielleicht Schülerinnen und Schüler noch zu jung dazu sind, ja. Aber es ist halt sozusagen mal der Anspruch. Und jetzt aus meiner Unterrichtspraxis gesehen, funktioniert zum Beispiel, ich arbeite sehr viel mit der Digger-App, die eigentlich als Portfolio-App betrachtet werden kann. Da ist es ein Selbstläufer. Ich bin in den fünften Schulstufen und eben in der Abendform im Einsatz und konzentriere mich immer in der Unterrichtsarbeit auf das Erreichen einer breiten Basis, ja, also alle Schülerinnen und Schüler. Und wenn manche sich zu höheren Weihenberufen führen, also zur Note 1 oder 2, dann schicke ich die einfach in die Digger-App und sage so, hier sind viele Aufgabenstellungen, ihr könnt auch eure eigenen dazu geben, aber da arbeitet ihr alleine. Und das ist so ein bisschen die Leistungsbeurteilungsverordnung adressierend, wo ihr hohes Maß an Eigenständigkeit im Lernprozess herauserkennbar sein soll von Lernenden. Erhalte ich dann einfach die Ergebnisse retour und schauen wir das an und lasse das einfach in die Note mit einfließen. Und das heißt, dass ich einmal diese Arbeit von mir weg habe. Ja, also diejenigen, die hier Zusatzleistungen erbringen, die machen das über die App. Ich habe das in einer Zusammenschau und somit brauche ich mich dann um die nicht so sehr kümmern, außer natürlich wieder beim Feedback, wo ich ganz genau natürlich auch auf die Lösungen Feedback geben kann. Aber das bitte auch nicht missverstehen. Portfolioarbeit bedeutet nicht, dass ich alles, was Schülerinnen und Schüler machen, korrigieren muss. Das würde wieder sehr schnell den Rahmen sprengen, sondern eher einmal die Tendenz aufzuzeigen, die Möglichkeiten, wo kannst du dich hinentwickeln, wo sollst du was machen begleitend
und ich aber natürlich dann schon wieder Feedback gebe. Ja. Aber wie gesagt, auf einem allgemeineren Niveau, allgemeineren Ebene. Und durch dieses Feedback im Lernprozess, das ist sozusagen das Hauptelement, kann ich den auch mitsteuern, auch in der Bewusstseinsbildung, bis hin zu den Kehlgesprächen beispielsweise, wo ich dann auch eine solide Grundlage habe, um darzustellen, wo stehen jetzt Lernende gerade, auch in Bezugnahme auf Elternfragestellungen, wo müssen wir denn gemeinsam hin und wie können wir das irgendwie schaffen. Ne? Und durch diese Lernschleifen, durch dieses kontinuierliche Feedback, das man erhält, ist halt die Idee, dass Lernen und aber natürlich Unterricht grundsätzlich etwas verbessert wird. Ja, eben die Möglichkeit für individuelle und kriterienbasierte Vergleiche zu ermöglichen. Wir haben beim Kompetenzraster eben die Möglichkeit auch wirklich zu beurteilen, dass auch dies zu Beurteilungsraster werden, ist aber auch nicht unbedingt erforderlich. Aber bei der Cora Plus, jetzt haben wir schon ein paar Mal gesehen, es ist ein Materialienpool, ein Lernplaner, Portfolio und die Dokumentation des Lernstandes als zentrale Elemente. Und eben über diese Ebene der individuellen Zuteilung der Lernmaterialien kann ich aus den Kompetenzrastern heraus individualisierende Maßnahmen setzen und eben zunehmend die Lernenden in eine eigene Lernplanung zu bringen. Auch mit der Klarheit des Ziels, das erreicht werden muss, des Niveaus, damit sie bestehen und hier auch immer einen aktuellen Überblick haben. Im Endeffekt dann aber natürlich auch nochmal globaler gesehen, Selbst- und Fremdeinschätzung als sehr gute unterrichtsrelevante Maßnahmen, um auch abzustecken, ist die Einschätzung, die man selbst bezogen auf Kompetenzen hat, auch eine realistische. Und sozusagen das aus beiden Seiten formuliert, auch thematisiert. Ja, ich gehe jetzt mal zur App über. Der Screenshot, den Sie hier sehen, der ist direkt aus der App entnommen. Und Sie sehen, da ist jetzt schon einiges, was da passiert. Sie können auch eigentlich live das gleich selbst erproben. Wenn Sie einen Individual User haben, dann können Sie über die Website dacoraplus.eu direkt einsteigen. Sie brauchen eigentlich dann nur Ihre Daten von Individual einzugeben und sind dann eigentlich mehr oder weniger angemeldet. Es kann natürlich sein, dass Sie dann jetzt noch nicht viel sehen, wenn Sie noch keinen Kurs haben oder im Kurs keine Kompetenzraster aktiviert haben. Wenn Sie das gemacht haben, dann sollten Sie die Inhalte auch sofort sehen, einschließlich Ihrer Schülerinnen und Schüler. Die Oberfläche für die Lehrkräfte und für die Schülerinnen, die ist sehr ähnlich. Natürlich ist der Verwaltungsaspekt, wo ich auch meine Schülerinnen sehe, für Lehrer gegeben und auf Ebene des einzelnen Schülers ist es also so, dass der nur immer seine Daten sieht, wie das genau sein soll. Sie sehen jetzt im linken Menü die Aufgabenstellungen, den Lernplan. Falls Sie so etwas wie eine Einstiegsdiagnose machen, schließt sich hier diese Systematik an die Moodle-Tests an. Ich verwende die Moodle-Quizzes häufig auch zu Beginn, indem ich einfach mal schaue, was ist sozusagen der Wissensstand in einem Kompetenzfeld, in meinem Gegenstand und mir zu Schuljahresanfang hier gleich das System einen Überblick bietet, damit ich auch weiß, ja, wo gibt es vielleicht Fälle, wo ich schon zu Beginn mehr drauf schauen muss, dass das alles passt, ja, dass das Lernen gut funktionieren kann. Ja, bis hin zu Lernpfaden, die ich dann zusammenstellen kann und auch die Berichte, die mir auch das Reporting geben. Sie sehen jetzt so in der mittleren, im mittleren Bereich, in dem Fall aus einem Gegenstand die Kompetenzen und für den Schüler SUS 11 mehr oder weniger auch sein Feedback in Form von Smileys, beziehungsweise mein Feedback in der Hinsicht, weil das kann ich beurteilen, aber ich würde auch seines sehen, wenn er das gemacht hätte. Und ich habe im rechten Bereich den sogenannten Planungsspeicher, wo ich aus den Kompetenzrastern mir die Materialien zusammenstelle in ein Arbeitspaket,
das ich dann auf im Lernplan dann entsprechend verteile. An der Stelle könnte ich vielleicht jetzt einmal wieder unterbrechen und schnell in die App reinschauen, damit man das noch einmal irgendwie praktischer sieht. Wenn ich jetzt beispielsweise in das Coursera Plus EU, das ist eine Progressive Web App, das heißt, ich kann sie eigentlich von überall aus steuern. Ich muss mich nochmal schnell abmelden und erneut verifizieren. Das heißt, ich würde hier an dieser Stelle bei Individual einsteigen und bin jetzt auch schon drinnen, jetzt wieder als Lehrkraft und habe hier die Möglichkeit, wieder auf meine Aufgabenstellungen zuzugreifen. Oder aber auch, das ist jetzt so der Punkt des Lernplans, Erstellens aus den Kompetenzrastern Materialien im Planungsspeicher zusammenzustellen und diese dann gezielt auszuliefern. Die Kompetenzraster sind dort drinnen, so wie ich das vorher erwähnt habe. Ich kann, wenn ich jetzt sage, ich möchte mich jetzt nur auf einen Kompetenzbereich konzentrieren, das natürlich auch reduzieren, damit man das ja, ein bisschen besser im Überblick hat. Genau. Und dann sozusagen im Wochenplanformat, da wäre halt dann jetzt dann die Fragestellung, wenn ich alle Schülerinnen auswähle und ich bin jetzt beim Lernplan, dann könnte ich jetzt mehr oder weniger, würden alle Schülerinnen den Zugriff haben auf diese entsprechenden Lernobjekte oder wie es ich gerade gemacht habe mit Drag and Drop. Ich arbeite da jetzt gerade mit dem Finger, das ist das gerade nicht ganz so einfach, sozusagen die Materialien zuzubuchen zu gewissen Tagen oder Zeiten, wo Schülerinnen an dem arbeiten sollen, ja, und die dadurch auch eine Übersicht haben. Wenn ich einen neuen Lernplan erstelle, dann kann ich sozusagen hier wieder spezifisch auf einzelne Schülerinnen dann eingehen und mehr oder weniger meine eigenen Aufgaben wieder hinzufügen, die ich in den einzelnen Kompetenzbereichen vorliegen habe. Bis hin zu dem, dass ich natürlich auch meine neuen eigenen Aufgaben erstellen kann und sozusagen mit dieser Systematik, ich fasse einen Titel, habe Anmerkungen, bis hin zu H5P-Inhalten, wie auch immer, oder Dateien in gewissen Kompetenzfeldern dann hochladen kann. Ja. Und das ist so ein einmaliger Prozess und dann ist das in meinem Kompetenzraster enthalten und dann kann ich es entsprechend an Schülerinnen und Schüler ausliefern. Ja, also Sie sehen, dass mehr oder weniger die Oberfläche mit dem Individual zusammenspielt. Der Vollständigkeit halber werde ich jetzt auch die andere App schnell herzeigen und die Digger-Plus.at. Und da ist es aber auch so die vereinfachte Variante, wo es nicht so sehr um die Unterrichtssteuerung geht wie bei Coursera, sondern eher darum, dass man Portfolioarbeit initiiert und bei Lernenden anleitet. Dass die Grundidee auch ein bisschen eine andere. Ich habe dann sozusagen, aber wieder von der Idee her ähnlich, ich kann meine Aufgabenstellungen bearbeiten, dann sie ein- und ausblenden, eigene natürlich auch wieder hinzufügen. Aber ich habe dann irgendwann auch einen Fortschritt, das heißt, jetzt aus Sicht der Lernenden zu sehen, wo stehen sie gerade und was müssen sie noch bewältigen. Also auch hier wieder ein bisschen ein anderes Feedback. Und ich sehe dann einfach von meinen Schülern die einzelnen Beiträge, so sie existieren. Sie sehen auch hier in der ersten Spalte, dass hier verschiedenste Kurse existieren, auf die ich zugreifen kann. Und diese Kurse sind im Prinzip einzelne Moodle-Kurse. Wenn sie so ausgegraut sind, wie Sie es hier sehen, dann bedeutet das, dass mehr oder weniger teilweise diese nicht direkt in meinem Zugriff sind, schon archiviert sind oder aus irgendeinem Grund abgelaufen sind. Das ist nochmal so ein Indikator, den man sich nochmal anschauen kann. Ja, es ist sozusagen jetzt diese Portfolio-App. Genau, und fordern jetzt nochmal ganz kurz vor meiner Präsentation. Das wäre jetzt sozusagen die Digger, die, wie ich das gerade gezeigt habe, in erster Linie die Portfolioarbeit in den Fokus nimmt, aber auch wieder mit der Ebene, dass ich Schülerinnen
selbst einschätzen können und ich auch das Feedback entsprechend dazu gebe. Vielleicht jetzt nochmal ganz kurz zurück zu dem Punkt, wie die Systeme zusammenspielen. Wie gesagt, alle Lehrkräfte, die in Schulen sind, wo es die Education-Schulen sind, die können auf diese gesamte Systematik, die ich gerade hergezeigt habe, zugreifen. Wenn man noch nicht Lehrkraft mit einem Konto bei e-Education ist, kann man das relativ einfach machen. Man braucht sich nur einmal registrieren. Es wird der Benutzer generiert, das automatisiert zugestellt und ich kann dann eigentlich schon loslegen. Ja. Das heißt, ich habe dann Zugriff auf die Inhalte im Login-Bereich und kann auch mich direkt dann mit Edividual verknüpfen. Wenn ich jetzt natürlich schon Edividual habe, dann brauche ich das nicht. Aber wir haben das eben so gedacht, dass natürlich auch alle Nutzerinnen, die jetzt beispielsweise mit Microsoft Teams oder so arbeiten, ebenfalls die Möglichkeit haben, Edovidal zu nutzen. Also es geht sogar so weit, dass diese Apps, also diese Digger Plus und die Dacora Plus, die kann man ja entweder, wie ich es gerade hergezeigt habe, über die Website aufrufen. Ich kann sie aber auch, wenn ich möchte und mein Administrator an der Schule, mein Systemadministrator, muss ich sagen, gnädig ist, das so in Teams integrieren, dass das ein eigener Tab ist. Das heißt, ich arbeite dann in meiner eigenen Umgebung mit Microsoft Teams und habe dann in dem Tab, der lautet Dacora Plus oder Digger Plus, genau das, was wir jetzt gerade gesehen haben, also auch diese Steuerungsmöglichkeit und den Zugriff aller Materialien. Und habe sozusagen dann auch in Teams sofort alle verfügbaren Materialien, die ich ebenso distribuieren kann. Gespeichert werden diese Daten dann natürlich nicht in Teams, sondern im dazugehörigen Kurs auf Eduvidual. Aber das ist heutzutage nicht mehr so tragisch, wo ja wir sowieso nicht wissen, wo unsere Daten gespeichert sind, außer dass sie halt DSGVO-konform in der EU landen müssen. Ne? Ja, und so gesehen erklärt sich dann auch diese Grafik, die eben so sich darstellt, dass dieses Commit-Tool eben diese Kompetenzraster zum Inhalt hat und diese entweder bei e-Education ausgibt im öffentlichen Bereich oder eben sich auch permanent mit Edividual synchronisiert, wo die Daten dann eventuell auch mit Edutech-Inhalten angereichert ins System kommen und von dort aus dann mit den Apps oder direkt in Edividual gearbeitet werden kann. Also das, was die Apps hier jetzt machen, was ich gezeigt habe, das geht natürlich eins zu eins und mit noch etwas mehr in den Kompetenzraster-Modul von Edividual. Aber hier ist halt die Oberfläche ein bisschen komplexer, ja. Und Sie sehen beispielsweise auch hier, da steht rechts unten der QR-Code. Das heißt, ich kann beispielsweise meine Schülerinnen auch direkt über die App, über QR-Code in den Kurs anboarden und habe dann dort sofort die Kursteilnehmerinnen drinnen und ja, nutze dann die Apps im entsprechenden Kontext im Unterricht. Bevor ich jetzt noch auf den letzten Teil gehe, vielleicht noch einmal ganz kurz die Rückfrage. Gibt es zu dem bisher Gesagten Fragen? Im Chat sind keine Fragen aufgetaucht. Okay. Gut, dann jetzt zum Abschluss noch einmal ganz kurz zu dem Punkt, der jetzt auch für uns von Interesse ist und mit uns meine ich E-Education. Wir haben ja die Qualitätsmatrix E-Education neu gefeatured und haben jetzt bereits einen Bereich ganz fertiggestellt. Bei der Personalentwicklung und Unterrichtsentwicklung gibt es noch die letzten Feinabstimmungen, aber das wird in den nächsten 2, 3 Wochen auch fertig sein. Und wir haben hier eine Testumgebung für alle Lehrkräfte von E-Education installiert. Das heißt, man kann hier beispielsweise in einer Art Spielwiese auch am eigenen Digitalisierungskonzept der Schule mitarbeiten. Und es ist natürlich ein bisschen einen Text zu lesen.
Aber die Idee, die dahinter steckt, ist natürlich, dass man auch, wenn man sieht, dass in irgendeinem Bereich der Schuh drückt und man vielleicht hier einen Qualitätsschritt setzen sollte, gemeinsam mit der Direktion oder mit dem Kollegium, dass man das auch zeigen kann. Ja. Und wir sind hier direkt an die QMS-Struktur auch angeschlossen. Und das, was Sie da oben sehen, von Planen, Durchführen, Überprüfen, Schlussfolgern, das ist dieser Qualitätsmanagement-Kreislauf, das Plan, Do, Check, Act, wo ich aus Sicht einer Organisation auf Basis einer Matrix, Qualitätsmatrix in dem Fall, mich positioniere und schaue, wie ich einen Entwicklungsschritt vornehmen kann und mir dazu die entsprechenden Maßnahmen überlegen muss, die ich setze, auch mit den dazugehörigen Indikatoren. Und dieses Dokument, das Sie da sehen in dem Overlay, das ist eigentlich dieses QMS, das alle 3 Jahre abgegeben werden muss. Da würden sich die Inhalte, wenn man mit dem Digi-Concept-Assistent arbeitet, auch rein generieren. Und der Digi-Concept-Assistent ist eben das Tool zur Erstellung dieser Digitalisierungskonzepte auf Basis der E-Education-Qualitätsmatrix, die eigentlich ein Kompetenzraster ist, die im Commit-Tool erfasst worden ist oder auch hier verwaltet wird. Und ja, das sind das natürlich schon einige Parameter und Entwicklungen, die bedeuten, dass wir auch nicht nur von der Infrastruktur, sondern auch von der Pädagogik in ein neues Zeitalter aufbrechen und natürlich dann hoffen, oder ja auch in der Erkenntnislage, dass KI helfen kann, aber so schnell, dass Lehrkräfte nicht ablösen wird, wir dann auch andere Spezifika haben als dieses Bild, wo ich den Österreich-Bezug herstellen wollte und dann auf einer Alm gelandet bin, aber wieder mit dem ähnlichen tradierten Unterrichtssetting, das sich eine KI vielleicht vorstellt. Wir aber mit unserem Österreich-Bezug, mit den vorgestellten Plattformen und Tools schon etwas Einzigartiges haben, nachdem wir wirklich ganz konkret auf österreichische Spezifika eingehen können und das ohne, dass wir da Lizenzkosten hätten für unterschiedlichste Softwareprodukte oder Anbieter, weil alles, was ich jetzt sozusagen hier gezeigt habe, Open Source ist. In diesem Sinne würde ich jetzt einmal die Präsentation hier beenden und mir die Frage erlauben, ob es irgendeine Form von Feedback gibt. Ich kann jetzt im Anschluss nochmal konkret etwas herzeigen oder sonst auch nochmal den Login-Bereich von E-Education, um die Konzeptassistent herzuzeigen. Aber wie gesagt, das obliegt jetzt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ja, bitte um Feedback. Bezüglich des Commit-Tools gab es vorhin noch kurzes Feedback. Vielleicht wollen Sie darauf noch eingehen. Ich lese Ihnen das ganz kurz vor, was da im Chat kam. Danke für die erste Vorinfo. Die konkrete Zugriffs- und Nutzungsberechtigung für den individuellen Standort ist mir noch immer ganz klar. Standardisierung ist ihr sinnvoller Synergieeffekt. Wollen aber natürlich auch niemanden etwas wegnehmen. Ja, also zum Thema der Standardisierung, da ist auch meine klare Message, das kann ich jetzt besonders auch darstellen Richtung unserer Qualitätsmatrix. Das hat einen normierenden Effekt, ja. Das heißt, wenn alle natürlich sich an einer gewissen Vorgabe orientieren, ist es normierend zu einem gewissen Grad. Aber jetzt gehen wir dann natürlich auch auf die Lehrpläne, die ja auch hier normierend sind. Ja, gibt es dennoch die Möglichkeit, eben zu individualisieren. Man kann auch ergänzen. Also es geht es so weit, dass ich eigentlich auch meine eigenen Kompetenzraster oder Erweiterungen oder Spezifika anhand
von sogenannter Teilkompetenzen erstellen kann. Das heißt, ich habe hier eine große Vielfalt. Ich kann das auch direkt in dem Exabis-Kompetenzraster auf Individual vornehmen, indem ich dann in den Kompetenzfeldern noch eigene Teilkompetenzen erfassen kann. Das heißt, da brauche ich nicht einmal mehr das Commit-Tool, sondern bin dann ganz spezifisch in meinem Unterrichtskontext und sage, hier möchte ich noch eine Abstufung vornehmen. Das macht durchaus Sinn, wenn ich in Klassen unterrichte, wo sehr, sehr große Diversität gegeben ist und ich sozusagen hier wirklich feiner abstufen möchte. Das hat ja auch den Effekt, dass Schülerinnen im Lerneffekt gleich schneller mal ein Erfolgserlebnis haben, wenn sie sehen, ja, ich habe einen Schritt gemeistert. Und wie das in verschiedenen Gegenständen dann auch praktiziert wird, das ist, dass man dann, nehmen wir mal Mathematik her, und die aber komplexere Aufgabenstellung und die Schülerinnen vielleicht nicht schaffen, ja, dann stehen ja auch dort wieder Kompetenzen dahinter. Und wenn ich genau weiß, in dem Bereich, da tun sich Schülerinnen und Schüler schwer, dann kann ich das herausisolieren und sagen, so, ich schicke dich jetzt zu einzelnen Teilkompetenzen, die genau das Arbeit mit Brüchen beispielsweise zum Thema hat, und da gebe ich das Übungsmaterial, bis du das kannst. Und erst wenn da wieder das Okay kommt, das kannst du, dann kannst du hier bei dem Beispiel weitermachen. Ja. Also auch hier sehr starke Steuerungsmöglichkeiten. Da war jetzt noch eine Frage. Ich habe den Chat ausgeblendet. Vielleicht können wir das nochmal schnell vorlesen. Oder ich schaue jetzt schnell rein. Das ist der Chat. Ja, es gibt eine Antwort darauf. Ich kann die noch mal ganz kurz vorlesen. Ja, ich sehe es ja. Ah, sehen Sie es? Ja, genau. Ja, ganz gerne. Vielleicht auch noch ein Hinweis. Bei E-Education sind wir im Kernteam 15 Personen, die sich um unterschiedlichste Agenden kümmern. Aber ich habe jetzt einmal gezählte drei Mitarbeiterinnen, die hier auch Support mitleisten, falls sie irgendwo anstehen. Also beim Prozess von, wie komme ich zu meinen Usern bei E-Education, oder ich habe ein Passwort vergessen, oder wie kann ich hier Aktivitäten einreichen, über wie schaffe ich die Verknüpfung zu Individual, bis hin zu eben Arbeiten mit die Konzeptassistenten, bis hin zu wie funktioniert das dann mit den Apps, wenn ich ganz konkret im Unterricht einen Schritt setzen möchte oder individualisiere. Haben wir Mitarbeiterinnen, die sich da auskennen und wo wir auch immer wieder Schulungen dazu anbieten. Das heißt, sehr so die Frage, starten wir mal und probieren wir mal und schauen wir mal, was da rauskommt. Wenn Sie wollen, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, dann könnte ich jetzt noch einmal den Login-Bereich von Education und den D-Konzept-Assistent herzeigen. Ich kann aber auch, falls das die Idee wäre, noch einmal herzeigen, wie die Apps funktionieren. Aber da würde ich Sie bitten, mir das zu schreiben. Ich schreibe jetzt noch mal rein, wie die Website edu-standards.org. Das wäre die, wo man eigene Kompetenzraster erstellen kann. Ja, bitte die Apps. Okay. Dann würde ich jetzt welche fragen? Die Digger oder die Dacora Plus? Oder den Digi-Konzeptassistent, den kann man eigentlich auch irgendwie als App begreifen. Okay, Die die Konzeptassistent. Jo, passt. Dann mache ich da jetzt wieder einen Screen Share.
Und bin da jetzt gleich auf. Ups. Education. Ups, verschrieben. Education. Wenn ich mich auf der Seite einwähle, also Sie sehen da den Login-Button, kann man mir mit dem Office 365 Konto, das da generiert wird, anmelden. Ich melde mich jetzt mit meinem E-Education-User schnell an. Prüfe mal schnell, welche Rolle ich da gerade innehabe. Ich würde da jetzt reingehen als Schulkoordinator. Und da ist vielleicht ganz kurz noch was zu E-Education zu sagen, damit das irgendwie klar ist, wie der Vorgang grundsätzlich ist. Schulen dokumentieren über das Schuljahr hinweg ihre Aktivitäten, was sie im Digitalen machen. Das geht über neue Aktivität erstellen. Und wenn ich aus dieser Liste der einzelnen Kompetenzfelder, wir müssen beispielsweise auch gerade einen Medienpädagogik-Badge dazu erhalten, hier Einreichungen vornehme. Also ich kann das beispielsweise schreiben, also sehen, natürlich Medienarbeit der Schülerinnen, setze ich in den Fokus, dann fülle ich dieses Formular aus, gebe mir ein paar Informationen dazu ein, was ich da gerade mache. Und erhalte dann von meinem Bundeslandkoordinator, Koordinatorin das bestätigt und erhalte dann irgendwann den vollen Balken. Und das errichtet sich auf Basis der Schulgröße. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich Zugriff auf unsere Budgets. Das heißt, man startet in der Schule mit dem Member-Status. Wenn man da gar nichts mehr macht, dann passiert auch gar nichts. Ja, also dann ist man einfach nur Mitglied. Wenn man aber den nächsten Schritt setzen möchte, nämlich Expert-Schule, dann muss man eben hier die Aktivitäten dokumentieren. Da gibt es auch ein Zertifikat, das einfach auch dokumentiert, dass man in der Schule am digitalen Weg ist. Das ist sozusagen auch in der Außenwirkung, hat das einen Effekt. Und dann gibt es noch die Kür. Und die Kür, das ist der Expert-Plus-Status. Und da muss man schon ein bisschen dran arbeiten. Da haben wir ein paar Dinge, die erfüllt werden müssen, um dort also diesen Status zu erwerben. Aber sehr wesentlich ist dieses Digitalisierungskonzept mit dem Digi-Konzept-Assistenten. Und da steige ich jetzt mal ganz kurz ein. Und Sie sehen auch jetzt schon in der Untergliederung, der Digi-Konzept-Assistent, der hat Maßnahmen, die gesetzt werden können, beziehungsweise auch Indikatoren, die man dazu formulieren kann. Und Sie sehen jetzt folgende Information. Zu Beginn sind wir in der Planungsphase. Und in der Planungsphase, die ist sehr intensiv. Da geht es einerseits darum, um die Qualitätsmatrix zu befüllen, um Maßnahmen zu setzen. Ganz wichtig, es bedeutet nicht, dass ich überall auswähle, was ich schon alles kann, sondern mir einen Teilbereich, wo ich mir ein Entwicklungsziel gesteckt habe. Und das kann so weit führen, dass ich zum Beispiel sage, naja, damit ich mal weiß, wo ich denn überhaupt hin möchte, kann ich eine sogenannte Selbsteinschätzung im Kollegium machen. Es gibt ja die zwei Kompetenzmodelle, die ich erwähnt habe, das DigiComp in Österreich und das DigComp Edu, EU-weit digitale Kompetenzmodell. Und da kann ich dann eigentlich den Link in meinem Kollegium ausschicken und schon sehen, wo gibt es beispielsweise noch Defizite im digitalen Kompetenzerwerb, wo muss ich ansetzen, um beispielsweise Schulungen dann auf den Weg zu bringen. Oder ich arbeite mit vordefinierten Fragebögen, die sind von der Johannes Kepler Universität Linz ausgearbeitet worden. Und auch hier, es ist natürlich anonym, aber ich kann beispielsweise Lehrerinnenbefragung machen, einfach mal um die Einstellung zu sehen, die sie jetzt dem Digitalen gegenüber haben. Und wenn ich da jetzt beispielsweise mir da so eine Umfrage anschaue, dann sehe ich,
sofort die Fragestellungen, ja. Und die sind halt dann jetzt auch wieder bezogen der Digitalisierung grundsätzlich. Und wenn das ausgefüllt worden ist, dann kann ich mich, da wird dann automatisiert der Zugang generiert. Da ist jetzt nur meiner da, aber das würde von der Schule dann kommen. Dann habe ich gleich Zugriff auf die jeweiligen Statistiken meiner Schule. Und da sieht man dann einfach in der Gesamtsumme sofort, was ist sozusagen die Idee im Kollegium zu dem Thema. Ja, und das ist jetzt praktisch nichts anderes als nur mehr der erste Teil, also sozusagen Fragebögen und Selbsteinschätzung zum allgemeinen Datensammeln. Und das ist alles nur Vorbereitung für diese Planungsphase, wo ich dann im Endeffekt die Qualitätsmatrix bediene. Und die Qualitätsmatrix, die ist so konzipiert, dass ich, was Sie hier sehen, ist noch die Variante aus dem Jahr 2017. Die wird jetzt ab Herbst mit der neuen abgelöst oder von der neuen abgelöst. Dass Sie hier sehen, in den verschiedenen Zielgruppen, was sind die ersten Schritte, die man irgendwo macht, oder bin ich schon auf dem Weg aus Sicht einer Schule oder schon am Ziel? Und indem ich dann immer den Ist-Stand und das Ziel markiere, ergibt sich eine Maßnahmenpaarung. Das heißt, von dort, wo ich ein Ist und ein Ziel definiert habe, kann ich dann meine eigenen Maßnahmen setzen. Und beispielsweise hier hätte ich jetzt schon zwei Maßnahmen, die ich da mal erfasst habe. Bewusstseinsbildung und Freigegenstand in dem Fall. Ich kann diese Maßnahmen aktivieren. Dann werden sie Teil von meinem Digitalisierungskonzept oder auch in den Schulentwicklungsplan mit übernehmen. Und wenn ich sie veröffentliche, dann stehen diese auch anderen Schulen zur Orientierung zur Verfügung. Das ist, was man da im rechten unteren Eck unter Beispiele sieht. Das heißt, teilweise sind ja Themen ähnlich und da sieht man dann, wie das andere machen würden. Ja, und die Maßnahmen, also ich kann da dann jederzeit in irgendeine reinklicken und die bearbeiten, ist dann im Prinzip noch einmal eine genaue Spezifizierung. Was wird gemacht, von wann bis wann, wer ist daran beteiligt, wird die Maßnahme evaluiert und aus dem generiert sich dann eine Zeitleiste. Das heißt, ich sehe dann natürlich in der Projektierung, wo ich da gerade stehe und wann etwas abgeschlossen ist. Ja. So ein Mini-Projektmanagement und Tool. Und ganz unten, da steht dann noch dieser Einreich-Button, wenn ich da draufklicke, damit dieses Digitalisierungskonzept, das ich jetzt mit Hilfe dieses D-Konzept-Assistenten erstellt habe, an den zuständigen Bundeslandkoordinator oder Koordinatorin übermittelt. Die schauen sich das an, lesen das durch. Wenn die sagen, ja, die Schule, die macht das klasse, dann wird die Schule uns empfohlen und dann schauen wir uns das Konzept auch noch einmal an. Und wenn das okay ist, dann gibt es diese Auszeichnung Expert Plus. Da wird dann der Schule auch eine eigene Tafel übermittelt und also für das Schulgebäude und wir haben ja zwei Tagungen, die Praxistage und die Fachtagung und da gibt es im Zuge dieser Tagung dann immer eine offizielle Würdigung und Auszeichnung, wird auch ganz gerne von Schulen in Anspruch genommen. Ja, und ich bin jetzt, ich habe mal schnell auf diese Testumgebung geklickt und das ist der Bereich, wo man jetzt selber sich das mal durchlesen kann, ohne dass man die Direktion oder die E-Education-Koordination an der Schule verpflichten muss. Kann man selber spielen, also da passiert gar nichts. Das ist dann das eigene, die eigene Qualitätsmatrix, wenn man so möchte. Ich kann hier natürlich auch wieder ganz eigene Bereiche, Entwicklungsbereiche hinzufügen. Also ich könnte die gesamte Qualitätsmatrix ausblenden und meine eigenen Ziele formulieren und stecken. Aber warum ich das hier zeigen wollte, ist, dass wir hier schon begonnen haben, in dieser Testspielwiese die neue Qualitätsmatrix zu verankern. Die ist eben da noch nicht vollständig, kommt in den nächsten Wochen dazu. Aber Sie sehen, dass wir das schon ein bisschen anders konzipiert haben jetzt. Also wir sind weggegangen von dem Zielgruppenbezug und haben versucht, den zu integrieren und haben dann eine stufige Darstellung. Also beispielsweise digitale Schulentwicklung ist etwas, was bei einer Einzelperson liegt, bis hin zu Stufe 3 basiert auf einem idealerweise partizipativ dargestellten Digitalisierungskonzept und so weiter.
Und auch hier wiederum, ich wähle einmal aus, wo stehe ich, dann klicke ich auf die Zielsetzung und sage, da möchte ich hin. Und aus dem ergibt sich dann die Maßnahme, die ich dann mehr oder weniger ganz konkret jetzt wieder mit ja, Inhalten befüllen kann. Und das ist das Tool zum die Konzeptassistent, die Voraussetzung ist für den, die Nutzungsvoraussetzung jetzt für den Expert Plus Status. Ja, ich bin beendet es wieder. Ja, und hoffe, dass ich schon mal ein paar Einblicke liefern konnte, weil es da sehr umfangreich war. Wir sind eigentlich ja bei der E-Lecture auch einigermaßen am Ende. Stellt sich wieder meine Frage zu dem Gesagten. Man muss vielleicht nur ein bisschen verdauen, ist schon sehr umfangreich, aber wenn es Fragen gibt, ganz gerne. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Und sonst haben wir ja dann doch auch alles einigermaßen dokumentiert auf unserer Website vorliegen. Und stehen Ihnen ganz gerne auch so im, ich mit meinem Team für weitere Schritte zur Verfügung, wenn Sie diese setzen wollen. Ich werde jetzt in der Zwischenzeit auch mal die Aufzeichnung beenden.